Ja, hallo ihr Lieben, ich habe mir ein schönes Projekt überlegt. Und zwar möchte ich jeden Monat einen Tag komplett aus meinem Garten und aus der Natur essen, was es dort hergibt. Natürlich darf ich auch eingelagerte und eingemachte Sachen nutzen, die ich aus dem Garten gemacht habe. Tatsächlich ist dies mein zweites Gartenjahr hier in diesem Garten und ich bin gar nicht so gut darauf vorbereitet und möchte diese Challenge trotzdem diesen Monat starten, also im April, und gucken, was gibt eigentlich mein Garten und die Natur her und was gibt es noch von dem wenig Eingelagerten, was ich im Herbst gemacht habe. Ich habe nämlich tatsächlich im Herbst nur Sauerkraut gemacht und Kartoffeln eingelagert und Jacquong. Die Jacquong ist aufgegessen und von Kartoffelchen sind noch so ganz kleine Mini-Kartoffelchen über und deswegen gibt es da nicht so viel. Aber ich werde mit euch nun morgen gucken, was gibt mein Garten her, was können wir essen. Und ich freue mich riesig auf das Projekt. Morgen starte ich damit. Das ist der erste Tag, mit dem ich starte, und zwar im April. Und das werde ich jeden Monat machen. Das heißt, ihr könnt für jeden Monat ungefähr sehen, was gibt es dort zu essen im Garten, in der Natur. Und ich finde das super spannend herauszufinden, was es so für Mengen und was für eine Variabilität da ist. Und ich hoffe auch, dass ihr das Projekt richtig cool findet und freue mich, wenn ihr diesem Kanal folgt, um auch immer dabei zu sein. Dann starten wir mal mit dem April los. Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt startet mein Tag, an dem ich nur aus dem Garten esse. Und aus der Natur, wenn ich nicht genug im Garten finde. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ich heute nur Feldsalat essen kann. Habe aber natürlich noch, wo ich länger drüber nachgedacht habe, ein paar andere Sachen entdeckt. Und zwar haben wir hier auf Gemeinschaftsgelände Äpfelbäume und die haben wir im Herbst abgeerntet und eingelagert. Und davon habe ich mir 2 Stück geholt und die werde ich jetzt erstmal essen. Und ich hatte überlegt, ob ich mir vielleicht einen Tee mache. Jetzt gerade habe ich keine Lust. Aber ich kann mir ja Gartenkräuter sammeln und mir einen Tee machen. Das werde ich vielleicht später machen. Dann beginnen wir jetzt mal das Frühstück mit den Äpfeln. Übrigens ist der Apfelbaum mega lecker. Die schmecken richtig süß noch. Aber man merkt auf jeden Fall auch, dass sie schon ein halbes Jahr gelagert wurden. Hier habe ich eine schöne Minzpflanze und da pflücke ich mir jetzt mal ein paar Minzblätter und mache die mir ins Wasser rein. Oh, die riechen mega gut. Ich freue mich jetzt mega, Minzwasser trinken zu können. So ihr Lieben, oh, die Sonne kommt gerade, wie schön. Ich habe gerade Gartenarbeit gemacht und ich habe mega, mega Kohldampf jetzt und habe jetzt mal geguckt, was es noch so zu essen gibt. Und war gerade mal in der Lebensmittelkammer und dort sind noch kleine Kartoffelchen gewesen, die ich selber angebaut habe. Und ich habe noch weitere Äpfel geholt, weil ich habe richtig Hunger und würde jetzt gerne so einen saftigen Apfel beißen. Und ich zeige euch noch, was ich auf dem Weg zur Lebensmittelkammer gefunden habe. Schaut mal, wie schön das ausschaut. Also ich habe jetzt hier ganz viele Äpfel. Dann haben wir hier den tollen Löwenzahn. Der blüht gerade. Wie mega schön ist das. Und die Kartoffeln, ihr seht, die sind relativ klein, aber ich werde da noch eine gute Suppe mit rauskriegen. Und habe mir jetzt gedacht, eine Kräutersuppe zu machen, also eine Wildkräutersuppe. Ich werde jetzt mal im Garten und außerhalb des Gartens Grünzeug sammeln und eine leckere Suppe machen. Ich habe das jetzt mal sortiert. Das sind die Kartoffeln, die kann ich heute zubereiten. Die hier sind noch ein bisschen größer. Ich habe tatsächlich gar nicht so große auch gehabt, leider, weil die so spät ausgepflanzt habe. Aber die werde ich jetzt dann wieder pflanzen. Das Beet bereite ich gerade vor. So, dann gehe ich jetzt mal in den Garten und schaue, was ich so finde. Ich finde es ein total schönes Gefühl, durch den Garten zu spazieren, von Stelle zu Stelle und verschiedene Kräuter zu entdecken. Natürlich habe ich einiges auch noch im Garten, aber es ist auch total spannend, wie viele Wildpflanzen gerade blühen und groß werden. Ich mag es total gerne, mich da mehr zu informieren und die natürlich auch zu ernten und lasse auch zum Beispiel eine Taubnessel einfach im Beet. Dann habe ich noch Sellerie in meinem Garten gefunden. Ich habe den tatsächlich stehen lassen, damit er dieses Jahr in die Blüte geht und ich die Samen ernten kann. Aber da ich noch mehrere Sellerieknollen gefunden habe, habe ich den einen dann doch geerntet, damit er meine Suppe ein bisschen aufwertet. Hier habe ich Schafgarbe und Gänseblümchen, die habe ich auch selber ausgepflanzt. Hier habe ich schon ganz viel den dicken Schnittlauch geerntet. Hier kommt meine Petersilie raus, Estragon und Oregano, den habe ich auch geerntet. Und natürlich mein Zitronenthymian.
Ich habe jetzt auch endlich eine Sitzmöglichkeit im Garten und genieße es dann auch mal kurz in der Sonne und auf der Bank innezuhalten und die Idylle des Gartens zu spüren. Das sind meine Zuckererbsen, aber die sind noch nicht groß genug, dass ich da ernten kann. Ich hatte hier letztes Jahr Knoblauch gepflanzt, also das ist im Gemeinschaftsbeet. Die hat Knospen gebildet und sind rausgefallen und ich wollte mir das jetzt mal angucken, was da eh ist. Und dann kann ich das auch noch in die Suppe machen. Dann esse ich jetzt mal meinen ersten Löwenzahn im Jahr mit euch zusammen. Sehr lecker, wenn man nur Apfelbisser gegessen hat. Und ich habe hier übrigens den Knoblauch, der letztes Jahr so ganz Mini-Knöllchen in die Erde gefallen sind. Und ich wollte auch wissen, wie der ausschaut, was damit ist. Und da ist nämlich ganz viel. Ich habe jetzt mal einen ausgebuddelt. Und da sind so ganz kleine Knollen. Ich denke, die werden größer, wenn ich das dann nochmal in ein paar Monaten erst ausbuddel. Aber ich nutze jetzt das ganze Grün und auch die Knollen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie die auch schmecken. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich gefunden habe. Ich habe hier einmal die Brennnessel. Hier ist Feldsalat aus dem Garten. Gürsch, das ist Taubnessel. Petersilie, Zitronenthymian, Oregano, Estragon, Schafgarbe, Gänseblümchen, Löwenzahn und Sternmiere. Mangold aus dem Garten. Sellerie aus dem Garten habe ich noch einen entdeckt. Dann habe ich hier noch Labkraut, Schnittlauch aus dem Garten und Knoblauch aus dem Gemeinschaftsgarten, den ich mal angepflanzt habe. Ich habe jetzt mal gezählt. Wenn ich den Sellerie und das hier als Gemüse sehe, sind das 15 Kräuter. Also ist das eine 15 Kräutersuppe, die ich jetzt machen werde. Ich finde es spannend, wie ich die kleinen Kartoffeln nie verarbeitet habe, weil es mir doch immer zu anstrengend war, sie zu schälen. Aber jetzt, wo ich mir gerade die Zeit dafür nehme, es hat relativ lange auch gedauert, sie zu schälen, merke ich, wie schön es ist, diesen Knollen den Wert zu schenken, mir diesen Tag eine warme Mahlzeit zu bieten und habe auch im Laufe des Tages gemerkt, wie dankbar ich für Mutter Natur bin, dass sie so viele Wildpflanzen bietet und so tolle Pflanzen, die so lange haltbar sind. Deswegen konnte ich auch so gut an diesem Tag essen. Das sind jetzt die ganzen Kartoffeln fertig geschnitten, geschält und jetzt koche ich die. Ich nehme mir gerne sehr viel Zeit in Ruhe beim Kochen und das ist für mich jedes Mal ein sehr meditativer Prozess und ich liebe es, mit jedem Gemüse in Kontakt zu kommen und es in Ruhe zurechtzuschneiden. Ich habe die Brennnessel und den Lauch mitgekocht. Die anderen Wildkräuter habe ich dann, als die Suppe fertig war, draufgegeben und dann püriert, sodass sie nicht nochmal aufgekocht werden, dass sie nur erhitzt sind. So hoffe ich, dass einfach noch mehr Nährstoffe erhalten bleiben. Das wird jetzt mein Mittagessen. Und dazu kann ich heute auch noch ergänzend mein Rotkohl-Sauerkraut essen. Das habe ich ja im Herbst eingemacht und das Glas würde ich dann mal öffnen und dazu essen. Sauerkraut, das peppt das auf jeden Fall auf. Ich glaube, das ist jetzt mein 6. oder 7. Apfel. Die sind ja auch sehr klein, aber ich habe schon Hunger auf irgendwas, also so Trockenfrüchte. Ich esse total gerne getrocknete Feigen und habe, glaube ich, einen leichten Zuckerentzug deswegen. Ja, aber der Apfel, der gibt wieder Energie. Ich versuche mehr zu trinken. Ich merke auch, dass ich heute wahrscheinlich nur noch die Reste aufessen werde, also weiter Äpfel und die Suppe, weil weiter kochen kann ich jetzt nicht groß. Ich könnte noch mal einen Wildkräutersalat machen oder sowas, aber ich glaube, die Suppe muss aufgegessen werden natürlich und dann ist das auch mein Abendbrot. Bin mega gespannt, was im Mai ich schon alles aus dem Garten essen kann und freue mich da riesig drauf, das dann zu teilen mit euch. So ihr Lieben, das gibt es jetzt heute noch abends für mich.
die Portion hier. Hier noch ein ganz bisschen was über. Vielleicht esse ich das auch noch auf. Ich schaue mal, wie satt ich hier nach bin. Das sind die letzten Äpfel, die noch über sind. Vielleicht esse ich da auch noch einen von. Und hier noch ein bisschen Sauerkraut. Das lasse ich mir jetzt nochmal schmecken. So, ich habe die Schale aufgegessen. Ich tue mir jetzt auch den Rest auf. Ich habe es mir aber tatsächlich ein bisschen verfeinert. Und zwar mit Salz. Das ist nicht aus dem Garten und nicht selbst geerntet. Aber sie hat dann doch auch ohne Salz ein bisschen lasch geschmeckt. Und ich habe mir noch ein bisschen Apfelessig dran gemacht, weil ich mag total gerne Säure in Suppen. Den habe ich auch nicht selber gemacht, das ist auch nicht aus dem Garten. Wollte ich euch noch wissen lassen, weil normal würde ich das auch machen, wenn ich aus dem Garten koche, dass ich dann natürlich auch mit Gewürzen arbeite. Und das schmeckt dann einfach noch ein bisschen besser. Das schmeckt wie ein würziger Kartoffelbrei dann tatsächlich, wenn da noch Salz dran ist. Sehr lecker. Und jetzt noch der Essig. Köstlich. Mhm. Also Salz und Säure macht schon nochmal viel aus, dass es wirklich lecker schmeckt. Ja. So, dann esse ich jetzt noch den letzten Rest und ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns ganz bald im Mai wieder. Ich freue mich riesig und bin gespannt, was es dort zu essen gibt dann. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Folgt mir gerne auf Selina Tour und dann sehen wir uns schon beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.